Ja, willkommen zurück zu Wreckfest und wir machen jetzt mit den Fronttrieblern weiter. Und ich habe mal geguckt, übrigens, die Reihenfolge von diesem Championship ist hier ein bisschen durcheinander geraten. Jetzt habe ich nämlich zum Beispiel die erste Serie noch nicht abgeschlossen, die käme also noch danach und dann haben wir das auf jeden Fall schon mal fertig. Aber los zu den Fronttrieblern und ich soll nur die schnellste Runde machen. Auto habe ich ja letztes Mal bekommen. Die Firefly, mal gucken, wie sich das denn fährt. Ich habe es auch nicht getunt. Ich habe nur die Farbe ein bisschen geändert. Das ist es dann aber auch schon. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Welche Strecke haben wir denn überhaupt? Main Circuit? Okay, mit Mixed als Untergrund. Gravel und Teer. Na gut, werden wir gleich sehen. Ja, da sind wir auch schon. Und was? Warum hat er den nächsten Schwierigkeitsgrad geändert? Wie soll das denn? Natürlich machen wir Experte. Ich denke, dass die Einstellung lasse ich jetzt so. Ich glaube, ausgeglichen ist ganz in Ordnung. Und dann können wir auch direkt mal starten. So, Motorhaubensicht habe ich schon. Sehr schön. Scheint irgendwie so eine Art Markencup zu sein, nur Fireflies. Versuchen wir mal, das erfolgreich zu bestreiten, nicht so wie die letzten Male. Das hat mich auch selber ein bisschen genervt, war nicht so gut. Aber ich nehme es halt nicht so ganz so ernst im Moment. Wir halt nur ein bisschen reingucken, was wir uns jetzt so freigeschaltet haben. Oh. Ah, ich glaube, wir fahren außenrum über den Teer. Ah, komm. Komm. Was habe ich denn da gedreht? Wollte ich den Vordermann drehen und dann werde ich selber Opfer. Ja, fahrt alle an mir vorbei. Oh Mann, ich hatte jetzt überhaupt die Firefly liegt mir vielleicht ein bisschen mehr. Es ist halt nicht getuned. Aber ich habe so das blöde Gefühl, der Experte. Oh, da muss ich mich dann echt mehr anstrengen. Bitte nicht drehen, danke. Ja, zumindest Position gehalten, aber die da vorne würde ich gerne noch kriegen, die vier. Ja, das würde mir ja schon reichen. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich die Kurve richtig anfangen kann, wenn ich da vernünftig rumkomme. Da verliere ich immer am meisten Zeit. Das war jetzt, glaube ich, mal gar nicht so schlecht. Verhältnis weniger verloren als die letzten Male. Ah, nicht stehen bleiben! Oh, eine Puppe. Nein! Da überholt er mich außen! Jeff, komm zurück! Das kann ich nicht zulassen. Ah, es war zu früh gebremst. Oder mit der Handbremse. Da ist der Jeff schon wieder an mir vorbei. Das können wir ja nicht zulassen. Jetzt komm schon. Ich werde gerade, glaube ich, wieder überholt, wenn ich mir so die Geräusche neben mir anhöre. Werde ich länger einlenken müssen. Okay, zumindest. Oh, einen habe ich überholt. Und dann werde ich, weil der da hing. Ah, okay, mal durch die Reifen konnte man durchfahren. Ich halte mich aber so stur auf diesem 9. Platz. Ich würde aber gerne weiter nach vorne. So,
als Freiburg benutzt. Siebter Moment, sehr schön. Oh oh. Ich glaube, die beiden wollen mir was tun. Nein, hat er mich rausgedrängt dabei. Und der fällt auch hier rum. Nein, oh, der hat mich hinten erwischt. Ah, gucken, ob ich die Position halten kann. Wäre nicht schlecht, aber eine Runde muss ich noch schaffen. Keinen vorbeigelassen. Das sieht okay aus. Nein, jetzt habe ich versucht, ihn aussteigen zu lassen. Das klappt aber nicht so ganz. Nein, oh, ich habe ihn nicht erwischt. Ich wollte ihn umdrehen, aber das klappte nicht. Mal gucken, ob ich den noch in der Kurve bekommen kann und weg. Ach so, nee. Da war leider schon das Ziel. Naja, immerhin Achter. Aber die beste Runde sei natürlich nicht mehr ansatzweise. Das ist mehr als eine Sekunde schneller. Na gut. Immerhin ein bisschen Geld bekommen. Ach hier, zurück zur Boxengasse, wenn man so will. So, es geht also weiter. Tag 2. Diesmal sollen wir 3 Runden lang führen. Gut, also den Bonus schaffen wir auch nicht. Dann gehen wir einfach mal los. Das ist eine etwas andere Strecke. Aber ich glaube, die Einstellung werde ich trotzdem erstmal so lassen. So, und da sind wir auch schon. Und die Einstellung lassen wir so und gehen direkt ins Rennen. Ich soll führen, muss aber hinten starten, wäre toll. Aber ich glaube, das ist eh absolut zufällig, wo ich starte. Ich glaube, ich hätte das Auto echt tun sollen, dann hätte ich mehr drin gewesen. So bin ich einfach nicht gut genug auf dem Experten-Schwierigkeitsgrad. Beziehungsweise muss mich zu sehr an Autos und Strecken gewöhnen. Auf der anderen Seite, wenn man sich keine Herausforderung setzt, macht es auch keinen Spaß. Oh, das war ein bisschen zu viel gegengelenkt. Das war gar nicht so geplant. Schade. Aber da vorne ist das ganze Feld, also die sind nahe beieinander. Da muss man nur einmal rankommen. Oh, da waren die aber langsam. Da waren die extrem langsam. Das war vielleicht gar nicht so die schlechte Linie, die ich da gewählt habe. Oh. Heftiger Schlag von der Seite. Oh Mann. Das hat viel Zeit gekostet. Gucken, ob ich jetzt wieder rankomme. Auto geht es auch nicht ganz so gut. So. Mal gucken, ob ich jetzt wieder so viel Zeit gut machen kann vorne bei Start und Ziel. Sieht wirklich so aus. Dass wenn ich mich da ein bisschen an die Curbs ranhänge, dass man da besser rumkommt. Ich
Ich sehe zumindest das Feld wieder vor mir. So. Ist der direkt neben mir? Ja, mehr oder weniger. So, da verliere ich eher. So würde ich das mal deuten. Ach komm, nein, ich hätte aufgeholt. War schon nah dran. Nach der Kurve hätte ich sie gehabt. Ah, verdammt. Das sah doch gar nicht so schlecht aus. Ich meine, nach dem heftigen Unfall ist das auch absolut in Ordnung. Da sind einige, die man einholen kann, also die ja nah beieinander sind, meine ich. Aber mein Hintermann holt gut auf, man hört es ja auch immer, wie nah er schon dran ist. So, und da komme ich einfach besser raus. Bin ich jetzt schon wieder dran, das ist gut. Ich habe noch zwei Runden. Das sieht gar nicht so schlecht aus. So, endlich mal Positionen gut gemacht. Das sieht immer nach dem Rennen aus. Ein bisschen angestoßen. Das kann ich gerade nicht so gut. Auch ein bisschen hat es geholfen, ein bisschen hat es gestört. Das, irgendwie gemischte Gefühle. Oh, das sollte ich nicht so aufmachen. So, und da sind die nächsten. Ich habe so das Gefühl, so langsam gewöhne ich mich dran. Das Auto ist eigentlich ganz cool. Bin ja auch schon früher gern die kleinen Autos gefahren, weil ich eigentlich finde, sie steuern sich ein bisschen direkter. Das ist jetzt auch wieder der Fall. Wenn sich einmal daran gewöhnt hat, wie der so in die Kurven geht und wieder beschleunigt, wie er das annimmt, das ist eigentlich ganz gut. Immerhin wieder vorgekämpft auf Position 9 bzw. 10 jetzt. Das wollte ich ja im Griff haben, wenn er mich jetzt nicht zu sehr dreht. Kam von hinten. Ah, das Problem, wenn das Pult so nah ist. Quatsch. Naja gut, dann wird es halt doch nur Position 11. Aber nach den kleinen Schwierigkeiten unterwegs, fand ich, war das ganz okay. Und ich habe sogar die schnellste Rundenzeit. Tja, wollen wir noch die Punkte kurz. Und dann gehen wir zurück zum Zwischenmenü. Ja, und beim nächsten Mal machen wir mit Tag 3 und 4 weiter. Ich würde sagen, langsam gewöhne ich mich an das Auto. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Wreckfest. Bis dahin, erstmal ciao.